Hallo und herzlich willkommen zum DULLI.TV Adventskalender. Ein neuer Tag, ein neues Türchen. Heute mal ein kleines Talk-Thema, ja, aber auch mit Medien. Denn wir sagen euch jetzt unsere Top 3 Weihnachtslieder. Ist das nicht geil? Wir sind nicht so gleich in so vielen Dingen, ja, aber noch unterschiedlicher könnte die Liste gar nicht sein. Das, ja, als kleiner Teaser vorweg. Möchtest du vielleicht einfach mit deiner 3 starten? Mit meiner 3? Ja, ich glaube, das Lied kennt jeder. Und das ist für mich quasi so, so fing Weihnachten, oder so hat Weihnachten immer angefangen, mit einer gewissen Werbung von einem Getränkehersteller, wie die ganz bestimmten Trucks über die Hügel fahren und das kleine Mädchen an der Fensterscheibe liegt. Und das ist Wonderful Dreams von Natalie Thornton. Das war quasi, okay, so, das hat Weihnachten für mich immer eingeleitet. Okay, das ist sehr klassisch. Ja, ja, es ist also typisch. Ich glaube, das mögen viele. Da komme ich sofort in Weihnachten, wenn ich das höre. Meine 3 ist Jingle Bells, auch sehr klassisch, okay, von Frank Sinatra gesungen. Oh, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Stark. Die Version von Frank Sinatra, Jingle Bells, ich stehe sowieso auf Swing und Sinatra und dann die Kombination mit Weihnachten, mit der Stimme. Jingle Bells ist einfach Weihnachten. Es ist geil. Ich liebe Swing und ich liebe das einfach mit der Big Band, das macht Spaß. Ja. Du hast einfach direkt Weihnachtsfeeling, ja, wenn du das hörst. Das ist richtig. Meine 3. Was ist deine 2, Daniel? Meine 2, White Christmas. Ich glaube, ja, gibt es in zigtausend verschiedenen Versionen. Ja. Aber von The Drifters finde ich persönlich die beste. Also für mich so fast die 1 eigentlich. Okay, meine 2. Es ist zwar komisch, das vielleicht jetzt zu sagen in dem jetzigen Alter, aber trotzdem, Udo Jürgens ist der Frank Sinatra aus Deutschland. Ist er schon immer gewesen und er hat einfach den Swing und die Big Bands nach Deutschland gebracht und dafür muss man ihn lieben. Und deshalb, weil mein Papa auch unglaublich doll Udo Jürgens liebt, haben wir natürlich auch immer zu jedem Weihnachten Udo Jürgens die Weihnachts-CD angehabt. Das mag vielleicht ein gewisses Branding in meinem Hirn hinterlassen haben, aber grundsätzlich muss man auch einfach sagen, dass er richtig geil ist und da fällt mir die Auswahl sogar sehr schwer, da das Album von ihm oder die Alben zu Weihnachten sehr geil sind. Und ich habe mich jetzt entschieden für Leise rieselt der Schnee von Udo Jürgens. Leise rieselt der Schnee. Heftig. Ich weiß, es ist krass. Zu meinem normalen Song-Repertoire passt das überhaupt nicht. Aber ich liebe das. Ich liebe die Stimme von ihm. Und das ist ein typisches Weihnachten. Wenn du das hörst, bist du in deinem Kopf schon auf der Couch neben deiner Familie und packst die Geschenke aus. Ist einfach so. Das ist für mich Kindheitserinnerung. Leise rieselt der Schnee von Udo Jürgens. Also klar, ist ein Klassiker. Leise rieselt der Schnee. Kann man sagen, was man möchte. Würde ich aber, glaube ich, nie zu Weihnachten hören. Liegt aber auch wahrscheinlich an Udo Jürgens. Ist ein geiler Typ. Ist ein geiler Typ. Absolut nicht. Leider nicht, ja, mehr, aber also ja, ich fand, also er ist der Beste. Das komplette Gegenteil von, ja, würde ich, glaube ich, nicht ansatzweise hören. Macht das mal, diese. Macht das alle mal. Macht mal alle Udo Jürgens die Weihnachts-CD. Gerne die auch mit wem war das? Mit Harpe Kerkeling, glaube ich, wo sie im Duett singen. Ich stehe nicht wirklich auf, ich hasse deutsche Musik, was ganz komisch ist, weil wir kommen gleich zu 1. Aber okay, trotzdem, hört euch Udo Jürgens mal zu Weihnachten an. Bitte tut mir den Gefallen. Auch wenn ihr danach kotzt, dann wisst ihr dann wisst ihr zumindest, wie Kotze schmeckt. Ja, so. Es ist geil, wirklich. Macht's mal. Es ist Weihnachten pur. Ja. Deine 1. Meine 1. Driving Home for Christmas von Chris Rea. Driving Home for Christmas. Das ist so krass, ne? Du ratterst wirklich das komplette, ja, Radio-Repertoire. Ja, natürlich. Wenn Radio Hamburg sucht, hier habt ihr. Ich kenne 3 Lieder. Obwohl, dann, also wenn ich noch 3 Lieder kenne, dann sollte ich, glaube ich, eher bei Enjoy anfangen. Dann läuft ja so oder so mit die gleiche Scheiße. Oh, Radio-Witze, Radio-Scheiße. Nee, aber du hast wirklich sehr klassische deine Lieder. Ja, das hat, nee, nicht mit Marc. Klassisch Englisch vor allem. Auch kein Englisch, deutsches Lied. Gar kein deutsches, nur Englisch. Sobald es schneit oder kalt draußen ist und, aha, ich im Auto sitze, wird das Lied angehört. Das ist halt Dauerschleife, gib ihm. Meine Top 1, und jetzt wird's noch abgedrehter als gerade schon, also wirklich von dem Klassiker Jingle Bells hin zu Udo Jürgens, was eigentlich schon auch eher klassisch, ja, ist, kommen wir jetzt zu meiner 1, die noch untypischer ist als Udo Jürgens bei mir, und zwar der Weihnachtssong von Sido. Boom! Guck mal mein Sack, guck mal was ich hab, yeah, für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt. Da habt ihr es. Und das Ding ist, ich hab's gewusst. Jedes Weihnachten läuft bei mir der fucking Weihnachtssong von Sido. Ich hasse Sido, ich hasse Deutsch-Hip-Hop, außer Fettes Brot, die sind geil. Es ist wirklich schwer zu begreifen, warum ich diesen Song so liebe, aber der Weihnachtssong von Sido, es ist Weihnachten für mich. Es ist Weihnachten für mich. Und der läuft in der gleichen Playlist wie Frank Sinatra, Udo Jürgens und Sido. Und alle gucken immer komisch, wenn dann auf einmal der Weihnachtssong kommt. Aber es macht Sinn. Aber der ist geil. Es macht in sich so viel Sinn. Jeder kennt den Weihnachtssong. Dieses typische Weihnachtssong, Weihnachtssong. Sagt allen Bescheid. Ich liebe, ja, Sido nicht, aber der Song ist top.
Ja, der ist echt witzig. Stell ich mir nur vor, wie der mal irgendwann mal vielleicht mit Nachwuchs vor so einem Baum. Ja, gerade dann. Denn die Kinder von dem scheiß Weihnachtsbaum. Du kannst doch kein scheiß Kind mit Sido zusammen ihr Lego auspacken und dann erzählt Sido davon, wie er seine Eier. Ich meine natürlich seinen Sack. Seinen Sack, ja, genau. Bei dir im Haus packt. Es ist doch geil. Es ist einfach, das gehört zu Weihnachten dazu. Den Sack auspacken. Naja, jetzt habt ihr 6 Songs, die in eure Playlist gehören, denn sie sind unsere Lieblinge und sie werden auch zu euren Lieblingen. Lasst euch drauf ein, lasst sie in eure Herz, lasst sie in euer Weihnachtsgefühl, denn es ist das Weihnachtsgefühl. Es wird zu Weihnachten für euch. Das denke ich, es sind halt aber auch schon 3 Lieder davon in den Playlisten vorhanden, also die fügen eigentlich nur 3 hinzu. Ja, aber geile Lieder. Nein, eigentlich fügen sie nur 2 hinzu. Fügt Udo Jürgens und Sido Weihnachtssong hinzu. Danke Daniel für deine Top 3 für den Weihnachtslieder. Schreibt mal in eure Kommentare bei uns. Nein, schreibt uns in die Kommentare, was eure Weihnachtslieblingslieder sind. Für sich 3 sind, es kann auch nur einer sein. Vielleicht habt ihr noch ein paar Impressionen, vielleicht auch so richtige Underdogs, die noch weiter Underdogs sind als Sido, der Weihnachtssong. Vielleicht passen die auch in familiengerechte Playlists. Aber kommt mir nicht mit Kirchenscheiß. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Adventskalender-Türchen. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Genießt die Musik. Ciao.